Moin, Bo hier mit dem nächsten Quicklick namens Nickelblush. Das hat nichts mit Nickelback zu tun, also keine Angst, ich schwinge hier jetzt nicht gleich den großen Rock'n'Roll-Schellenkranz, sondern das kommt daher, dass ich das Fill im Prinzip von Joost Nickel habe und das auf einem Blush da, das werden die meisten von euch kennen, basiert. Ich habe das Fill dieses Jahr, beziehungsweise Joost dieses Jahr auf der Musikmesse gesehen, wie er dieses Fill auf Nachfrage erklärt hat und so ein paar Orchestrierungen davon. Ich weiß von ihm daher aber auch, dass er solche Videos hier nicht guckt, sondern lieber üben geht. Super Kreislauf, wie ich finde. Ich kann hier also erzählen, was ich will. Er kriegt's nicht mit. Dann hat er wieder neue Sachen ausgecheckt, die ich mir dann wieder klaue und euch erkläre. Guter Kreislauf, wie ich finde. Also viel Spaß mit Nickelblush. Okay, wie der Name also verrät, beziehungsweise wie ich gesagt habe, basiert dieses Fill oder dieses kleine Lick auf dem Blush da. Das ist im Prinzip wiederum ein ziemlich berühmtes Fill. Der Name ist, kommt einfach nur daher, weil das Ganze so klingt. Basiert auf dem Swiss Army Triplet. Wer das jetzt alles gar nicht kennt, der muss das vielleicht erstmal auschecken, drückt hier erstmal auf Pause und kommt dann wieder. Für alle anderen geht's jetzt los und wir gucken mal, was es mit diesem Fill, mit dieser speziellen Orchestrierung auf sich hat. Auf dem PDF findet man jetzt also alles, was wir brauchen. Da haben wir als erstes das Swiss Army Triplet. Das ist im Prinzip, sind das, wie der Name sagt, Triplets. Am Anfang mit einem Flam, rechte Hand Vorschlag, linke Hand Hauptschlag. Die nächste Triole mit rechts wird gedoppelt und die letzte Triole ist dann mit links gespielt. Wir haben also Flam, Doppelrechts, links. Und das immer im Kreis, das können wir als Vorübung jetzt erstmal so spielen. Das ist also das Swiss Army Triplet, das diesem ganzen Fill zugrunde liegt. Jetzt brauchen wir davon eine Variation. Jedenfalls, wenn wir das so spielen wollen, wie ich es im Intro gespielt habe. Natürlich kann man damit jetzt auch schon eine ganze Menge machen. Die Variation ist, dass ich das ganze Ding verschoben habe. Und zwar so, dass ich mit dem gedoppelten Schlag der rechten Hand anfange auf dem Beat. Dann die nächste Triole ist dann links und der Flam ist jetzt am Ende der Triole. Also ein Ta-Ta, zwei Ta-Ta, drei Ta-Ta, vier Ta-Ta. Da haben wir jetzt also den Flam, was vorher der Anfangspunkt war, als Endpunkt des Ganzen, rein rhythmisch gesehen. Mit Klick klingt das Ganze dann so. Das mal als zwei Vorübungen für das Ganze. Jetzt kommen wir zu den wirklichen Gimmicks dieses Fills oder dieser speziellen Anwendung des Blush da. Und zwar ist das die Orchestrierung. Jetzt nehmen wir wieder das Swiss Army Triplet, wie wir es eben in der ersten Übung kennengelernt haben, also Flam, Doppelrechts, links. Und verteilen es wie folgt. Der Flam wird jetzt gespielt. Der Vorschlag wird mit Bassdrum und rechter Hand auf der Hi-Hat gespielt. Und der Hauptschlag ist ein Rimclick mit der linken Hand. Dann haben wir den Doppelrechts, der ebenfalls auf der Hi-Hat ist, und den letzten links, der auch ein Rimclick ist. Wir spielen also nur zwischen Bassdrum mit Hi-Hat zusammen und Hi-Hat alleine und dem Rimclick der linken Hand. Das Ganze klingt dadurch super interessant und irgendwie überhaupt nicht mehr wie ein Swiss Army Triplet. Gerade diese Geschichte, dass der Vorschlag des Flams mit Bassdrum und Hi-Hat gespielt wird, ist super interessant. Hört euch das mal an. Da hat man also mal einen schönen Shuffle mit der linken Hand als Rimclick. Mal was anderes.
Jetzt kommen wir wieder dazu, warum wir die Variation eben gelernt haben, also warum wir das ganze Ding auch so gespielt haben, dass der Flam am Ende ist, nämlich um das rhythmisch eintaktig so ein klein bisschen interessanter zu gestalten. Es geht also los mit der Variation, wenn man so will, also mit dem umgekehrten oder verschobenen Swiss Army Triplet. Also doppelrechts, links, Flam, doppelrechts, links, Flam. Dann wieder Flam und dann drehen wir das Ganze nämlich so, wie wir es kennen. Flam, doppelrechts, links, Flam, doppelrechts, links. Und dann haben wir eine coole eintaktige Phrase, die in der Mitte so einen Doppel-Flam, Doppel-Bass-Drum-Schlag hat. Dadurch kriegt das Ding so diese interessante rhythmische Wendung, wie ich finde. Das Ding spiele ich jetzt auch mal immer im Kreis mit einem Klick mal vor. Jo, das ist das ganze Nickel-Blush-Fill. Also, wenn man so will, ja, eine Orchestrierung, die ich zumindest von Jost Nickel habe. Keine Ahnung, ob er sich sie ausgedacht hat und er der Erfinder des Ganzen ist. Ich habe es jetzt am Anfang im Intro in so einem Reggae-Kontext angewandt, weil wir hier noch total im triolischen Bereich sind. Natürlich könnte man es im Shuffle-Blues-Bereich auch irgendwie spielen. Man kann es eintaktig, mehrtaktig, so wie ich es jetzt gerade gespielt habe, spielen. Also super viel daraus machen. Und gerade der Blush, da ist ja eh ein total beliebtes Fill, wo mit Becken-Bass-Drum was geht, aber auch mit Tom-Orchestrierung und so weiter. Wen das interessiert, der kann zukünftig mal bei Drumtrainer Online reinschauen. Da werde ich einen ganzen Kurs zum Thema Blush-Drum machen, mit rhythmischen Verschiebungen, wie man das im 16-Kontext anwenden kann und so weiter. Ich wünsche jetzt aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit Nickel-Blush und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.